ganz großer Stand, PSB steht drauf, ja, und da ist irgendwas mit dem Lager und Logistik steht auch drauf. Und wir befördern Waren. Können Sie sich mal kurz vorstellen? Ja, ich bin die Jasmin Hemmer, Personalreferentin bei PSB. Und genau, wir befördern Waren, also sprich, wir machen Intralogistiksysteme. Es geht darum, innerhalb von Unternehmen Logistikprozesse zu automatisieren. Wo sind Sie? In Pirmasens. In Pirmasens, also quasi ums Eck. Und genau. Die Nextmesse nutzen Sie jetzt, um ein paar Leute mal kennenzulernen. Richtig, genau. Also auch um so ein bisschen PSB bekannt zu machen, auch so ein bisschen zu zeigen, ja, was ist denn eigentlich PSB, was machen die? Und so ein bisschen die... Ich sehe es so ein bisschen. Das heißt, wenn Sie mir mal kurz beschreiben, man sieht hier so Förderbänder mit allen drum und dran. Das ist auch die Logistik. Also das heißt, Sie haben auch Softwareprodukte? Genau, also unser Konzept ist, dass wir alles aus einer Hand anbieten. Das bedeutet, wir haben sowohl die Hardware, die Konstruktion, wir haben die Elektrotechnik, die dahinter steckt, die ganze Steuerungstechnik, bis hin eben zur Software, die dann eben oben drüber sitzt und die der Anlage sagt, wo sind welche Produkte, wo muss ich hinfahren. Ja, das Schlimmste, was Ihnen passieren könnte, das wäre das Raumschiff Enterprise mit einem Beamer, der die Sachen rumschickt. Aber auch da wären Sie dann noch da, weil auch die müssen ja verwaltet werden. Ne? Da wird man dann auch mitkonstruieren dran. Ja, es ist eine wachsende Branche, oder? Definitiv, ja. Also gerade auch E-Commerce ist ein Riesenthema für uns. Da haben wir schon viele Aufträge, wo da automatisiert abgewickelt werden. Darf ich mal fragen, wie alt Sie sind? Ungern. Nein. Das ist nicht so, Sie sind jung, oder? 29. 29. Das heißt, es ist auch eine junge Branche, wenn Sie jetzt im HR-Bereich sind. Ja. Die Branche ist noch nicht so alt. Also wenn ich überlege, früher wurden ja die Pakete hauptsächlich verschickt zu Weihnachten mal an Verwandte. Heute kriegt jeder im Jahr hunderte von Paketen. Ja, ich sag mal, dieses Automatisierung dieser Lager, das ist natürlich schon, das kommt immer mehr und das wird immer stärker gebraucht, ja. Super. Ja, wenn sich jemand bewerben möchte, an wen am besten? Am besten direkt an mich. Ja. Jasmin Hemmer, wie gesagt, und E-Mail-Adresse personal@psb-gmbh.de und da einfach mal schauen, auch auf der Homepage, was wir so ausgeschrieben haben und ansonsten auch gerne initiativ bewerben. Ein Beispiel, was da steht im Moment auf der Homepage, was sucht ihr gerade aktuell? Softwareentwickler suchen wir, SPS-Programmierer, Konstrukteure. Alles männlich, weiblich, divers natürlich. Selbstverständlich, ja. Super. Ja, vielen Dank, Jasmin, und viel Erfolg. Gerne, tschüss. Vielen Dank.